Husch. Hä? Oh, sehr geehrter Mann. Herzlich willkommen zurück am Stück bei Far Cry 5. Die ist kaputt. So, Verschlussfall, Gehäuse, wir holen uns. Ich versuch's mal da drüben. Passt auf mich auf. Wo ist mein Heli? Wo haben wir überhaupt stehen geblieben? Ich weiß nicht, dass hier alles drogenverseucht ist. Was ist da drüben los? Was ballert denn da wieder wie verrückt? Huch, der ging daneben. Mein Fehler. Huch, war das ein Nade? Was wird denn hier eigentlich geballert schon wieder? Gute Idee. Gell, sehe ich auch so, ist toll. Oh, was willst du? Nadine Abercrombie. Das ist die bekannteste Künstlerin von Hope County. Aha. Sie wohnt bei ihrem Opa im Keller. Jedenfalls ist sie stinksauer, weil die Sekte ihre wertvollsten Sachen mitgenommen hat. Ich frag mich, was das war. Okay. Abercrombie. Nehmt ihr die Fahrzeuge, wir gehen zum Helikopter. Ich weiß gar nicht, warum der so weit weg steht. Warum ist der gestern aufgehört? Ich hab Peggys im Visier. Mein Gott, wo kam das denn her? Hä? Ja, ganz ruhig, auseinander. Ach, da! Warum hält er so viele Kopfschüsse aus? Das verstehe ich nicht. Nee, plündern, ich brauche Geld, Mann. Sieh mal einer an, ein echter Langfinger. Und ich hätte jetzt gerne auch irgendwie was zum um die Scheiße abzufackeln. Du musst dich mal abregen. Ich bin hier damit beschäftigt, dem lieben Gott zu danken. Geil. Wie die Breitwerder. Die Frage ist, ob wir die wirklich abfackeln können, die Felder. Komm mal rein, Jungs. Bin dabei. Los geht's. Beide drin? Jetzt. Ja, geil. Dreh die Mucke auf. Aber nicht diesen Peggy-Scheiß. Brennt das Zeug wirklich nieder? Also jetzt mal so Interesse halber, ne? Ja, scheint so. Aha. Na, guck mal, ob das wirklich so niederbrennt, wie ich das will. Ja, genau, da brennt's nicht. Nur da drüben, oder was? Ach, echt jetzt? Welcher Gegner? Wer hat Verstärkung gerufen? Hä? Ich geh woanders hin. Das wollte ich jetzt nicht. Jungs, ich würde raus. Achso, falsche Einstellung vom Dings. Ja, ich dachte gerade. Jetzt los. Geht klar. Korrekt. Da ist ein Feuer! Ja, genau, deswegen schicke ich euch gerade raus. Ja, kommt Schlieber. Da fackel ich hier gleich alles ab. Was wollen die da unten jetzt mit uns? Das verstehe ich jetzt nicht. Den Tag ruinieren wir ihn! So, Triple Headshot im Grunde. Geil. Ich will das hier jetzt abfackeln. Ich hab Lust drauf. Ja, und jetzt? So. Wechsel die Stellung. Sie sehen mich nicht, aber ich sehe dich. Es ist hoffnungslos. Wie der Predator. Aha. Die ist nicht verfügbar. Ich suche später noch einmal. Stirb, Pumachen. Stirb.
ist ja, aber was ist denn hier los gerade auf einmal? Yeah! Up. Werkzeug. Was ist das gut? Ich mache mir keine Sorgen um den Marschall. Im Moment ist er bei dir. Aber er wird immer mehr. Oregano. Was ist erstaunlich gut in Brownies? Der Verrat enttäuscht mich. Das aha. Ist unverzeihlich. F benutzen. Kann ich mich besaufen? Tatsächlich geil. Ursachen lösen viele weitere Probleme. Ah ja. Inventar voll. Ach, dafür brauche ich Schnaps und Verschluss. Ach so. Was ist das? Da kann ich Dynamit herstellen. Ah, ich kann selber Monis herstellen, da werde ich Schnaps gebraucht. Verpiss dich jetzt. Naja, gut, okay. Bringt nicht wirklich was, wenn wir das abbrennen, habe ich das Gefühl. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mit dem Heli. Jungs, kommt ihr? Dann müssen wir jetzt nur noch schauen. Alter, was geht da an der Hand ab? Boom, boom, boom. Guy Marvel, keine Ahnung, was wir da machen sollen. Das unten können wir mal erledigen. Das ist auch erledigt. Noch ein paar andere Sachen hier. Da gibt es auch noch was zu tun. Klatsch Nixon wäre als nächstes am Start. Dann haben wir da noch irgendwas finden für den. Da noch ein Boot zerstört. Nee, aber nicht. Sherry, was will der da? Sammle 12 die Dinger heute. Jungs, seid ihr drin? Lass uns loslegen. Jetzt kann ich noch nie angeschnallt. So. Perfekt. Echt jetzt? Nichts mit Explosion. Ah, geht doch, danke. Wo wollte ich ihn? Hab ich's nicht markiert? Doch, ich hab's noch markiert. Oder rechts von uns. Ah, da drüben. Ah, sag ich doch. Schön viele Autos. Oh, das war unser Ding. Ei, verbipsch. Ja, das Schreien sehe ich auch so, du musst auch explodieren, aber... Jetzt! Hä? Wo haben die uns gesehen? Wo? Wo? Hä? Wo? Da müssen wir auf jeden Fall sneaky vorgehen. Da müssen wir erstmal runter. Ich will keinen Alarm auslösen, wir brauchen nicht das Geld. Au. Hat sich nicht gut angehört. Ich geh woanders hin. Keine Mollys mehr, keine Raketen mehr. Gibt's hier in der Nähe vielleicht einen Waffenhändler? An so eine Autostation könnte ich doch eigentlich auch immer. Nicht so weit hinlaufen. Naja gut, wir müssen es halt so hinkriegen. Jungs, wir machen erstmal die Dings kaputt, die Alarmanlage, dann ist alles gut, dann können wir randalieren. Okay? Aufgepasst, bin unterwegs. Jetzt halt die Fresse. Am besten ihr beiden bleibt einfach hier. Ne? Und lass mich mal machen. Ich bin vor Ort. So.
Nehmen wir da eins, nehmen wir da zwei. Jetzt dran. Ah, eine schöne Musik soweit. Okay, die sind weg. Jungs, jetzt. Ich lauf los. Ich bleib dicht dran. Ganz ruhig bleiben. Badada. So, ganz ruhig. Ich rufe Verstärkung hierher. Ach du Depp! Was denn, wo denn, wer denn? Hä, wie? Oha. Wer zündet hier wieder alles an? War zwar nicht ganz so geplant, aber egal. Weil das Vieh brennt, hallo? Ich wollte gerade sagen, gibt's doch Damage over time, oder? Danke. Jetzt muss man das Vieh da drüben, ich glaube, noch killen. So. Ich versuch's mal da drüben. Pass auf dich auf. Salve. Jetzt aber Klackhuhn begraben. Heieiei. Kein Alarm, perfekt. Ich dachte gerade. De, ganzes Hanf rauchen wir mal weg. Danach schmeißen wir uns in den Dreck. Blues hier. Schnaps? Sehr gut. Hey Partner, ich bin's. Pass mal auf. Gute Arbeit, Rookie. Dieser Angelladen steht inzwischen quasi unter Denkmalschutz. Schön, dass wir ihn wieder haben. Ach, das war doch mal das Ding, was ich nicht übernehmen konnte, oder? Ha, siehst du mal. Stehen hinter dir. Hoffe, es geht Ihnen gut. Ja, ja. Wichtig ist, dass ich hier Waffen kaufen kann. Was? Beute verkaufen? Das brauche ich noch. Verkaufen. Brauche nur so ein zweites Hirschhorn-Dings-Gedöns da, ne? So. Dann Munition mal kurz nachkaufen, alles perfekt. Waffen. Und zwar gab es da die bessere, wo wir gekauft hatten, die hier. Die sieht natürlich toll aus im Design, die AKM, aber nehmen wir die AK-47, was soll man machen? Ging es jetzt zu der und dann braucht ihr aber noch einen Dämpferschall. So einen oder so einen runden? Ah, da passt das Runde ja dazu, doch. Kostet 1725, okay, ist gekauft. Weil die macht halt
6 Damage und die jetzige macht halt 4 Damage. Genauigkeit 7 und die hat Genauigkeit 6. Reichweite 5. Feuerrate ist relativ, die ist bei 5, die ist bei 8, Handhabung ist bei 6. Was hätten die? Die hat 5 als Damage. Was hat die? Die hat 6 als Damage. Reiche sind 6 wieder. Ja, gut, das braucht man noch. Das ist also Design-Scheiße, da braucht kein Mensch, Mann. Schrotgewehr haben wir, kann man nicht upgraden. Das könnte man kaufen, vielleicht sogar upgraden. Oh, das ist aber, glaube ich, eine fast vollautomatische, meine ich sogar. Die MPs bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Radarnfehler macht keinen Damage. Was mir fehlt, ist eigentlich der Bogen immer noch. Da ist er, 2500. I need fucking money. Guck mal, der macht Schaden 7 und unsere macht Schaden auch 7. Genauigkeit 8. Vor allem unsere ist ja gepimpt. Vor allem, der sieht halt schon pervers aus, ne? Vom Holzdesign-Griff her, das ist ja so, so ein Compound-Bogen, auch ganz nett, aber boah. Nice. Silberband brauchen wir keine, Kleidung ist auch viel überteuert. Oh, Jungs, kommt mal her. Schnell, da vorne ist LKW. Ja, okay, ist mir jetzt egal, zu spät. Da vorne ist er, ich hole ihn mir. Das war doch ein Transporter. Hä? Jungs, kommt ihr? Ja, genau. Zivilist gerettet. Unschuldige getötet zweimal. Kommt jetzt ab. Los, los, los! Gib Gummi! Was hat denn der geworfen? Heieieiei. Wildes Fell. Des einen Freund, des anderen Leid. Es geht nichts über eine Spritztour. Seid ihr ready? Beide drin? Gut. Wo fahren wir denn hin? Da, das klatscht nix. Das hört sich doch gut an. Ja, ich hab mir ordentlich Beilage bestellt. Da unten, oder? Vollbremsung. Stirb! Hat nicht geheißen, es waren Zivilisten. Alles in Ordnung. Ich habe niemanden Unschuldigen getötet. Ich will nichts hören. X war weg. Wo? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Boot muss man zerstören. Au! Da fliegt doch irgendwas wirr rum schon wieder. Aha, der springt raus. Hier ist sonst nichts, glaube ich. Nee. Was ist denn mit dem Anhänger jetzt? Ist der kaputt?
Ich glaube, der ist kaputt. Oder? Ja, das sieht gut aus. Okay, wir zum nächsten Dings da. Was soll die anderen sein? Jedenfalls kein Flugzeug. Ach, ist mir jetzt Bums. Wir fliegen jetzt dahin. Ist ja gleich da. Ein paar hundert Meter noch. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ist so lang der Arbeit. Wo kann man da landen? Ich suche Landeplatz. Das sieht so gut aus. Ein Dynamitfass. So. Wir müssen erstmal kurz Heli reparieren. Einsteigen. Was würdest du tun, wenn ich deine Freiheiten angreife? Wärst du zornig? Schnauze. Ah, das ist so ein Rennwilder. Nö, da habe ich keinen Bock drauf. Auch noch mit dem Flugzeug wahrscheinlich. Nö. Das war wie so eins von diesen Rap-Videos. Super pornös. Halt, warte mal. Da drüben liegt aber was. Schauen wir uns kurz. Lesen. Der Pfad nach Eden steht allen offen, die Faith. Ja, halt doch die Fresse. Ich soll dem Zivilister komplett kurz helfen. Morphium, bitte! Morphium, halt die Fresse, steh auf! Pussy! Ich könnte dich küssen! Niemand ist mir sicher. Sie fackeln einfach alles ab. Ja, und jetzt? Jetzt haben sie sogar Chets Restaurant abgefackelt. Er soll in die Welt. Wiederbeleben. Erlöst mich von diesem Leid! Ich war mit einem Bein im Grab. Halt, bleib doch da. Lass uns reden. Niemand ist mir sicher. Sie fackeln einfach alles ab. Jetzt haben sie sogar Chets Restaurant abgefackelt. Er soll in die Wälder geflohen sein. Vielleicht kannst du nachsehen, ob er Hilfe braucht. Okay. Nächstes Mal bin ich vorbereitet. Chat, Wälder geflohen. Okay. Die Jungs, die haben ja mal was anderes jetzt zur Abwechslung. Alles. Au! Drecksvieh! Kann ich mal looten? Dein Tee beugel ich dich jetzt. Da, guck mal, aber auch gar nicht mehr so viele Schüsse. Du weißt schon, Zombies. Ja, das trifft's aber echt. So. Ah, da passen wir nicht alle rein. Okay, Leute, dann war's das mit dem Flugzeug schon wieder. Wir nehmen doch den Heli. Wäh, wie schon die Grete dranhockt, ist ja widerlich. Das Redout finde ich relativ gut. Wir bräuchten eigentlich nur aus auf Distanz. Können wir mal. Wir können eigentlich die rausschmeißen, benutzen die nie. Da haben wir da ein Scharfschützengewehr dafür rein, oder? Was meint ihr? Nee, den Schrotze wäre gut. Es geht nichts über eine Spritztour. Ich bin bereit. Wo ist der Ander? Hä? Warum ist er tot? Sammelt außerhalb des Kampfes Pflanzen ein. Ah, das ist toll. Wo ist die? Ja, dann komm, ab. Und die ewige Zeit. Der Flugzeug ist nicht losgehen von den Briten. Das sitzt bei dem so. Meiner aber auch. Ja, hopp, heute. Hallo? Oh, Kind, Mann. Wir haben längst verreckt, wer geht hier? Jetzt hopp rein! Was weiß ich? Frag den doch. So, das bringt uns da schon mal nix. Ich will jetzt auch noch zu Faves Gebiet. Kann man ja auch noch holen. Da kann man noch einen Schrein zerstören. Wir sind mit dem Helikopter unterwegs. Wir sind eigentlich gleich da. Was ist das? Klatschnixen. Ach, das sind die Dinger. Ja, ja, da wollen wir nicht auch gerade Klatschnixen, ne? Das sind die Autorennen. Ja, die brauchen wir gar nicht machen. Da haben wir keinen Bock drauf.
Prepper-Versteck. Oh, erstmal Prepper-Versteck. Das hört sich doch witzig an. Wir verstecken jetzt immer Geld. Und da ist auch gleich ein bisschen Waffenzeugs in der Nähe. Da kann ich kurz umswippen. Ich wünschte, wir könnten einfach weiterfahren und all dem Irrsinn entfliehen. Ja. Mir ist sogar eingefallen. Warum habe ich auch noch die Handfeuerwaffe dabei? Die nimmt sich doch eh nie. Tue ich lieber eine Schrotze rein. Gerade wenn es in engen Räumen drauf ankommt, ist ein Schrotgewehr das Optimalste. Macht einen Haufen Damage auf kurzer Distanz. Perfekt. Juhu! Okay, wir sind dann. Sehr schön. Ihr kriegt ganz sicher keine Beerdigung. Perfekt. Kopfschuss. Ja, wie immer noch einen Schuss nachlädt. Ich weiß, voll peinlich. Nachladen. Das ist eklig. Leichen kriegen voll schnell Krankheiten. Ja, das stimmt allerdings auch nicht unrecht. Lindern. Lesen. Ich habe gewarnt, die Sekte ist verrückt geworden, aber ich habe mir schon einen Rückzugsplan überlegt. Ich werfe meine beste Ausrüstung in mein bestes Auto und dann verpisse ich mich. Fangt gar nicht erst an, mich egoistisch zu nennen. Ich habe euch ein paar Kleinigkeiten dagelassen, mit denen ihr gegen die Sekte kämpfen könnt. Und meinen zweitbesten Wagen. Ein Midnight Ride. Wenn ich nur wüsste, wo ich den Schlüssel gelassen habe. Erst irgendwo in der Garage. Viel Glück, Leute! Hallo. Irgendwo in der Garage. Mein Gott, heilige Scheiße! Ich geh mal eine Runde, deck mich! Sie sind am Arsch! Hä? Komme ich da jetzt weiter? Ah! Die soll sich vielleicht mal irgendwo festhalten, die Dame. Macht sie aber nicht, die blöde Kuh. Im Suchgebiet, ja, du bist nett. Oh, interagieren. Lol. Hihi. Okay, mein Fehler. Okay, ich rücke vor. Pass auf mich auf. Was habt ihr denn so vorrücken? Mhm. Ich bin dann mal unterwegs. Nimm den Kopf runter. Mhm. Mhm. Ah! Wo kommst denn du her? Haha. Aha. Ich sag ja nur, dass ich froh bin, dass ich noch extra Unterhose habe. Oh. Nice. Oh, Geld. Auch noch Scheißzeug. Du schlägst dich gut, Chucky. Hallo, hier spricht. Verdammt, Junior, nimm das Ding überhaupt. Doch, der gleiche Text schon wieder. Echt, die gleiche Voiceline. Ich weiß, dass ich das. Eieieiei.